Sie steht gerne auf der Bühne rum. So unbeweglich, wie es eben nur geht. Ein atmendes Requisit. Pause. Um sie herum Bühnenmenschen, die ohne sich um die Wirklichkeit zu scheren, Geschichten und Effekte herstellen, die sie dann als Realität anbieten. Sie steht lieber einfach still und kontrolliert ihre Muskelerregungen und benutzt raffinierte Techniken, um einen leeren Kopf zu behalten und bietet sich an. Bei den Schauspielern kann jeder eine andere sein und von einem Dritten dargestellt werden, der mit einer Vierten identisch ist, ohne dass es jemanden auffiele. Die Schauspieler vervielfältigen ohne Unterlass Personen, ohne dass sie damit ein Risiko eingehen. Ich aber bleibe tendenziell stehen, bis dass der Tod uns scheidet, sagt ein Mann, sagt eine Frau, kommt ein Pferd zum Zahnarzt und erzählt einen Witz. Ich bleibe ganz still. Die mentale Technik für lustvolles Unbeweglichsein, passiv und geil, habe ich schon früh von meiner Großmutter Luise Schingnitz aus Obermaßfeld gelernt. Und ich habe seither auf vielen Bühnen und unter vielen Regisseuren als gebärdenfreies Körperding auftreten dürfen. Ich bin schon 1995 bei einer Schläf gestanden. 20 Minuten. In einer Gerichtsszene an einem riesigen metallenen Tisch mit unglaublicher Diktion in der Stimme und einem ruhenden Körper. Und bei Wegard Winge stand ich 2012 genau 50 Minuten nackt als Torso in einer Pappsäule mit einer langen, blonden, kratzigen Perücke, die auf der einen Seite meine Brust bedeckte. Und als ich 2002 in Los Angeles gelebt habe, habe ich meinen Lebensunterhalt als Leichendarstellung in Fernsehserien verdient. Ich gebe gerne die Leiche. Und in so einer Figurine wollte ich schon immer mal stehen. Ohne tänzelnden Ballettschritt. Ganz unromantisch. Einfach mal die Figurine aushalten. Theater ohne Handlung gibt's schon. Aber Theater ohne Auftritt eben nicht. Sie setzt sich dem Bühnengeschehen als lebender Widerstand ganz und gar aus. Man kann riechen, dass ihr der Zustand Mühe macht. Sie ist die wahre Artistin auf der Bühne. Sie könnte aus dem Stand ihrer Unbeweglichkeit ein Doppellob springen oder in den Boden brechen. Sagt ein Mann, sagt eine Frau. Kommt ein Pferd zum Zahnarzt und erzählt einen Witz. Ich mache mich wahnsinnig gerne zum Objekt einer Schaulust, für die Sie heute Abend Eintritt bezahlt haben oder auch nicht. Die Zurichtung meines Körpers für die Schaulust der anderen und dann im Angeschautsein die eigene Person im öffentlichen Austausch zu sichern und erotisch zu optimieren, darum geht's. Zitat Ende. Das erotisch habe ich hinzugefügt. Am schönsten allerdings ist es, wenn man dabei nackt sein darf.